Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe die große Freude und große Ehre, diesen Vortragsreigen der Pharma World zu eröffnen. Ich rede heute über das Mikrobiom. Und ich muss gleich schon sagen, dass das eigentlich ein falscher Titel ist. Eigentlich müsste man sagen, wenn die Mikrobiota nervt. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich sage es Ihnen nur, weil ab jetzt Mikrobiom Mikrobiota ist und weil es eben richtiger ist. Aber wir verstehen das alles als Mikrobiom. Und ich möchte anfangen mit einem Zitat eines Heroes für mich, eines Menschen, den ich unheimlich toll finde, ja, dem ich zum Beispiel auf Facebook folge, einem Astrophysiker, Neil deGrasse Tyson heißt er aus USA. Und er schreibt hier erst kürzlich, vorige Woche habe ich das gefunden, within one linear centimeter of your lower colon, also innerhalb eines Zentimeter oder eines linearen Zentimeters des unteren Darmabschnitts leben und arbeiten mehr Bakterien, also ungefähr 100 Billionen Milliarden, muss man sagen, das ist Englisch, Milliarden Bakterien in einem Zentimeter, als Menschen jemals auf dieser Erde geboren wurden, innerhalb eines Zentimeters. Und trotzdem behaupten die Menschen nach wie vor, dass sie sozusagen die Welt regieren. Das finde ich ein interessantes Statement. Ja, wir fühlen uns sozusagen als die Krone der Schöpfung, aber wenn Sie mich hier ansehen, dann bin ich sozusagen vernachlässigbar, wenn man die Anzahl der Organismen betrachtet, die in und auf mir leben. Jeder Mensch besitzt, wie Sie alle wissen, ein einzigartiges Programm, also ein Genom, ja, das genetische Programm. Und diese Eigenschaften in den Phänotypen werden eben in individuellen Unterschieden kodiert, die jeder von uns sozusagen in seinem Genom mitbringt. Aber jeder Mensch besitzt auch eine einzigartige Mikrobiota, also ein Konglomerat von Mikroorganismen. Und es ist in der Tat nicht nur eine Mikrobiota, sondern ganz, ganz viele. Zum Beispiel die orale Mikrobiota. Sie glauben gar nicht, was los ist in Ihrem Mund, ja? Also wie viele Mikroorganismen sich da tummeln, die nicht nur ihre Zähne auffressen und Karies verursachen, sondern die natürlich auch einen Teil der Physiologie des Menschen darstellen. Die pulmonale Mikrobiota bei mir im Moment sehr aktiv, muss ich sagen, ich bin etwas erkältet. Dann die genitale Mikrobiota, das kann man sich auch vorstellen, dass das hier etliche Bakterien zu Hause sind. Dann die sogenannte perinatale Mikrobiota, extrem wichtig, also sozusagen die Mikrobiota, die eine Rolle spielt am Ende der Schwangerschaft und zu Beginn des Lebens, sowohl im Geburtskanal, aber nachher auch an der Brust der Mutter, der jungen Mutter. Die dermale Mikrobiota überall auf der Haut, auf den Oberflächen. Und schließlich, und das ist unser Thema heute, die intestinale Mikrobiota, die eine ganz, ganz große Rolle spielt. Zu den Begriffen noch einmal, wieso rede ich von Mikrobiota und nicht von Mikrobiom? Als menschliche Mikrobiota bezeichnet man die Gesamtheit der uns besiedelnden Organismen. Also wenn wir von Organismen reden, dann sollten wir, wenn wir es richtig machen, von Mikrobiota reden. Wohingegen das Mikrobiom, also das menschliche Mikrobiom, das es auch gibt, die Gesamtheit aller Gene der uns besiedelnden Bakterien sozusagen darstellt. Also das ist der feine, aber kleine, aber feine Unterschied, der sozusagen den Laien vom Experten erkennbar macht. Nun, jeder Mensch besitzt eine
individuelle und sehr eigene Mikrobiota. Und ganz ähnlich, wie das eben auch hinsichtlich des Genoms der Fall ist, sodass das Gesundsein oder krank werden oder was auch immer nicht nur beeinflusst wird von den individuellen Genen, sondern tatsächlich von den vielen, vielen Organismen, die auf oder in uns zu Hause sind. Und die Mikrobiota, bezüglich der intestinalen Mikrobiota, habe ich hier einige Beispiele aufgeführt, was die alles so macht, zum Beispiel die Nahrungsdegradation, die natürlich auch ein Stück weit abhängig ist vom Programm selber, aber eben auch von der Mikrobiota, von den Mikroorganismen. Die Produktion essentieller Nahrungsbestandteile, viele etliche Vitamine, brauchen wir nicht zwingend aufnehmen, weil wir, wenn wir eine intakte Mikrobiota haben, also bestimmte Vitamine, bekommen wir sozusagen ausgeliehen zur Verfügung gestellt von Bakterien. Die Kolonisierungsresistenz, also der Schutz vor Infektionen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie Montezumas Rache erleben, wenn Sie irgendwo in Urlaub fahren, dann ist es auch ein Problem, ich sag mal, einer neuen Mikrobiota, die sich versucht anzusiedeln, und die das schafft, wenn nicht Schutzmechanismen da sind in Form der vorhandenen Mikrobiota, die sozusagen diese neuen Bakterien rausdrängen. Also auch ganz wichtig. Und schließlich die Reifung des mukosalen Immunsystems und des Epithels. Sie wissen, unser Darm ist eins der ganz großen immunologischen Organe. Das hat man lange nicht so wahrgenommen, ist aber in der Tat so. Weshalb zum Beispiel auch, und das interessiert mich auch als pharmazeutischer Biologe, viele pflanzlichen Arzneimittel, aber auch Nahrungsmittel durchaus einen immunologischen Einfluss haben, weil sie eben über dieses System hier, über die Mikrobiota in das Immunsystem des Menschen hineinwirken. Es ist ein Superorganismus, das muss man ganz klar sagen. 10 hoch 15 Bakterien, 10 hoch 15 Bakterien, was Sie hier sehen, dieser Dingermann, das sind 10 hoch 14 Zellen, eine unglaublich große Zahl, aber 10 mal mehr Bakterien als menschliche Zellen. Also deshalb könnte man auch sagen, eigentlich ist der Dingermann ein Bakterium, ja? Also vom Organismus her, ne? Also das Stück Mensch, das ist, wenn man die Organismen zählt, vernachlässigbar. Ja? Mathematiker würde das streichen. Ja? Und 10 hoch 11 bis 10 hoch 12 pro Milliliter Dickdarminhalt. Ja? Also unglaubliche Zahlen. Darmflora schätzt man heute, weiß man nicht ganz genau, 300 bis 1000 Spezies. Und schätzen muss man das deshalb, weil man es kaum bestimmen kann, denn viele dieser Spezies kann man gar nicht züchten. Was wir allerdings können, ist, wir können die Genome, also das Mikrobiom, bestimmen. Und aus diesen Genomen kann man ableiten, welche Organismen hier tatsächlich vorhanden sind. 30 bis 40 Spezies repräsentieren 99% der Bakterienstämme. Also es gibt hier eine große Präferenz von Mikroorganismen. 100 mal so viele bakterielle Gene wie menschliche Gene. Das heißt, 99% des Genoms in einem Menschen sind bakteriellen Ursprungs. Also wenn Sie Menschen sehen, das Genom nehmen, 99% ist Bakterien, 1% ist nur Mensch. Also deshalb empfiehlt es sich nicht, ich sag mal, wenn man das Genom des Menschen bestimmen will, einen Menschen zu mörsern, ja, zu eine Pumpe draus zu machen und daraus dann das Genom zu bestimmen. Ja, dann hat man nur 1% der Zellen, die einen tatsächlich interessieren. Also sollte man vorher ein bisschen reinigen. 99% der Darmflora sind anaerobia. Die können Sie gar nicht in Gegenwart von Sauerstoff züchten. Die überwiegende Zahl der Bakterien sind nicht kultivierbar, habe ich schon gesagt. Und neben Bakterien kommen auch ganz normal, also physiologisch, nicht pathologisch, Viren, Pilze, Parasiten, zum Teil pathologisch, und Archaeen vor. Also Sie sehen, es ist ein riesen Superorganismus. Und wenn man sich die Hauptfühler
des Menschen anschaut, dann stechen hier zwei heraus, die ich unterstrichen habe. Die Firmicutes, sogenannten Firmicutes und die Bacteroides. Was das jetzt genau ist, ist nicht so wichtig. Es ist gut, dass es nur zwei sind. Ja, also sonst müsste man da sehr, sehr viel mehr lernen. Und ich habe in erster Näherung schon angedeutet, wie man die einzuordnen hat, wenn es um das Verdauungssystem geht und um das Verdauungssystem, wie das sozusagen nerven kann, also den Menschen ärgern kann. Und da sind die Firmicutes offensichtlich eher auf der negativen Seite und die Bacteroides eher auf der positiven Seite, ganz grob gesehen. Im Grunde genommen muss man sagen, vieles ist hier unbekannt, es wird ganz viel darüber geschrieben, man kann ohne Ende Papers nachgucken, aber harte Fakten gibt es hier noch relativ wenig. Sehen ihr, die Firmicutes sind gram-positive Bakterien, Lactobacillus, Bacillus clostridium und so weiter. Und wenn die rot gezeichnet sind, also eher mit einem K-Wert, dann muss man auch das mit einem K-Wert sehen, denn nicht alle sind schlecht hier. Es kommt immer auf dieses Verhältnis an. Und die Bacteroides sind gram-negative, obligate Anaerobia, die eher hier zumindest in bestimmten Bereichen positiv zu werden sind. Nun, Fragen zu dem Mikrobiota, die man sich stellen kann, ist, wie stabil ist unsere Mikrobiota? Abhängig vom Alter, von Diäten, von Antibiotika-Behandlungen. Offensichtlich ist das keine Konstante wie unser Genom, sondern das ist zum Teil durchaus variabel. Wie beeinflusst die Mikrobiota die Ernährung? Wie beeinflussen Krankheiten unsere Mikrobiota? Und umgekehrt, also wie beeinflusst dieser Superorganismus in unserem Darm unsere Gesundheit und führt unter Umständen zu Krankheit? Kann man die Mikrobiota verändern? Zum Beispiel, wie ist die Rolle der Prä- und Probiotika? Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Kann die Mikrobiota unser Verhalten beeinflussen? Zum Beispiel Autismus. Hängt das unter Umständen auch mit diesem Superorganismus, jedenfalls teilweise, zusammen? Und kann die Mikrobiota für forensische Zwecke genutzt werden? Ist sie unter Umständen so individuell, dass ich hier eine Personalisierung gewisserweise machen kann, und in Teilen funktioniert das tatsächlich. Nun, wenn man sich diese Mikrobiota des menschlichen Darms anschaut, dann scheint diese Mikrobiota jedenfalls zu großen Teilen unabhängig zu sein von Nationalität, Geschlecht, Alter und BMI. Also es gibt hier eine relative Konstanz, aber das muss man immer relativ sehen. Sicherlich bezüglich der Nationalitäten, das sieht schon ganz anders aus bezüglich Ethnien. Sie sehen viele Asiaten hier rumlaufen, die jetzt auf dem FIB-Kongress sind. Die haben mit Sicherheit eine andere Mikrobiota. Geschlecht ist wahrscheinlich nicht ausschlaggebend. Alter, da könnten sich schon Änderungen erweisen, und beim BMI, na gut, okay, das ist jetzt ein besonderer Zustand. Starke Assoziation zu langfristigen Ernährung, das ist auf jeden Fall so. Das heißt, die Mikrobiota wird massiv beeinflusst von der Ernährung, und das bedeutet, dass wir hier ein Gleichgewicht haben, das sich verschieben lässt, aber das in großem Maße geprägt ist, und zwar geprägt ist seit dem dritten Lebensjahr. Also die Mikrobiota entwickelt sich und stabilisiert sich mit dem dritten Lebensjahr. Hier sehen Sie das nochmal, und es gibt dann Diversität über Jahre und Rückbildung im Alter. Also es ist kein festes Eigenschaft. Und schließlich sehen Sie hier auch, dass bestimmte Ethnien, also nicht Nationalitäten, sondern Ethnien, durchaus hier ihre eigene Mikrobiota haben, das unter Umständen oder wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sie sich ganz anders ernähren, jedenfalls in Teilen ganz anders ernähren. Wie die Mikrobiota unsere Gesundheit bzw. die Entwicklung von Krankheiten beeinflussen, das sehen Sie an dieser Aufstellung, wo auch, das muss man fairerweise sagen, sehr viel Fantasie dabei ist.
einen richtigen experimentellen Ansatz hat man hier eher nicht. Ne? Man kann Studien zu den Mikrobiota natürlich sehr gut in Tierversuchen machen, aber Tiere sind kein Mensch. Außerdem zeigen Tiere nicht unbedingt alle menschlichen pathogenetischen Zustände. Ich weiß nicht, ob es ein Tiermodell für Autismus zum Beispiel gibt oder so. Also das ist jetzt nicht so ganz einfach. Und bei Menschen diese Studien zu machen, ist ethisch nicht möglich. Man kann unter Umständen Ableitungen treffen von Extremsituationen, wie sie eintreten im Rahmen von normalen Krankheiten, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel nach einer harten Antibiotikatherapie, wo sie ihre Darmbakterien mehr oder weniger komplett entfernen. Aber das ist sehr, sehr schwer und es gibt hier ganz, ganz wenige Studien. Aber es ist relativ klar, dass tatsächlich, also von den nicht übertragbaren, nicht infektiösen Krankheiten, dass die massiv durch die Mikrobiota tatsächlich beeinflusst werden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil, wie wir das schon gesagt haben, das Immunsystem hier stark beeinflusst wird. Also Adipositas, Fettleber, Diabetes, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit Krebserkrankungen ebenfalls, entzündliche Darmkrankheiten, ja, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und so weiter, wird viel Hoffnung darauf gesetzt, diese Patienten, dass hier substanziellere Ergebnisse kommen aus der Forschung, um tatsächlich dieses System hier im Sinne der Patienten nutzen zu können. Reizdarmsyndrom, Verhaltensstörungen, Allergien, Multiple Sklerose, Arthritis, Arteriosklerose, alles Themen, die, sag mal, hochattraktiv sind für die Presse, vor allen Dingen auch für die Laienpresse, wo man sehr viel drüber schreiben kann, weil man nichts Genaues weiß. Also das ist sicherlich eins der Probleme, aber dass diese Krankheiten im Fokus der Mikrobiota-Forschung stehen, das ist außer Zweifel. Nun, wenn man sich anschaut, bei bestimmten Zuständen, ich sag mal einem normalgewichtigen, einem adipösen Menschen, dann kann man ja in der Tat Auffälligkeiten beobachten. Ja? Denn es ist ganz klar, dass diese Mikrobiota, das hatte ich ja auch schon angedeutet, ein Teil auch des Verdauungssystems ist. Und es gibt die sogenannten guten Verwerter und die schlechten Verwerter. Ja? Ich gehöre zu den guten Verwertern. Ja? Das ist ein bisschen blöd, ne? Weil ich muss immer aufpassen, was ich esse. Alles, was ich esse, ja, verarbeiten meine Bakterien und machen daraus Fett oder irgend sowas. Ja? Aber keine Muskeln jedenfalls, habe ich das noch nicht gemerkt. Das heißt, ich muss hier ein Stück aufpassen. Es gibt andere Leute, die können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu. Das sind die schlechten Verwerter. Und das hängt mit diesem Verhältnis offensichtlich zusammen. Also dieses Verhältnis zwischen den Firmicutes und den Bacteroides, die beeinflussen tatsächlich die Nahrungsverwertung. Und das ist natürlich von enormer Bedeutung hinsichtlich der, von Gesundheit und Krankheit. Aber sie produzieren auch Toxine, und können bei einem ungünstigen Status, Immunstatus, zu großen Komplikationen führen. Das gilt vor allen Dingen auch für die gramnegativen Bakterien, die dann chronische Probleme hervorrufen können. Hier habe ich mal beispielhaft eine Studie rausgesucht, wo es ums Gewicht geht. Das ist ja das, was uns immer ein Stück weit begleitet und interessiert. Und da kann man in dieser Studie, da gibt es sicherlich auch andere Studien, die das Gegenteil zeigen, kann man sozusagen quantifizieren, wie viel der Mikrobiota sind Firmicutes und wie viel Bacteroides. Und Sie sehen, das Verhältnis bei den Normalgewichtigen hier geht in Richtung Bacteroides, deshalb habe ich sie auch grün eingefärbt. Und bei Menschen, die an einer starken Adipositas leiden, also wirklich übergewichtig sind, da ist das Verhältnis umgekehrt. Und jetzt kann man sich fragen, kann man das sozusagen nutzen,
um hier die Gewichtsproblematik wieder ein klein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Und in der Tat ist das zumindest theoretisch möglich. Ob das nachhaltig möglich ist, ist eine ganz andere Sache, aber theoretisch und experimentell in klinischen Studien ist das tatsächlich möglich, denn es handelt sich hier nicht um ein statisches Gleichgewicht, sondern um ein dynamisches Gleichgewicht. Und wenn Sie dieses Gleichgewicht verändern wollen, dann können Sie das machen, indem Sie die Nahrung umstellen. Und das ist eigentlich eine Trivialität, sage ich jetzt mal, ja, dass man dann an die Ernährung gehen muss, an die individuelle Ernährung, um tatsächlich von einem Übergewicht runterzukommen in ein Normalgewicht. Ja, so einfach ist es und tatsächlich kehrt sich dann dieses Verhältnis auch um. Aber es ist sehr, sehr schwer, diese Effekte sozusagen nachhaltig zu gestalten, weil das System eigentlich fixiert ist. Wenn Sie anfangen, dann wieder die Diät sozusagen zu lockern und sich anders zu ernähren, dann schlägt das wieder um in das sozusagen vorgeformte, in die vorgeformte Mikrobiota, die sich im dritten Lebensalter ungefähr stabilisiert hat. Ein interessanter Ansatz, den ich hier auf der Pharma World mit Ihnen kurz diskutieren möchte, weil er eben, ich sag mal, Ihnen als Apothekerinnen und Apothekern eine Möglichkeit gibt, ist der Ansatz über die Probiotika. Probiotika sind so definiert, dass sie lebensfähige Mikroorganismen enthalten und einen gesundheitsfördernden Einfluss auf den Wirtsorganismus haben. Also das sind Probiotika sind oral einzunehmende Medikamente, wenn Sie so wollen, Wirkstoffe, in Wirklichkeit Organismen, und zwar lebensfähige Organismen, die in der Lage sind, eine Magenpassage zu überstehen und sich im Darm anzusiedeln. Ja? Und wir, viele von Ihnen kennen diese Probiotika aus der, ich sag mal, aus der Prophylaxe einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, wenn Sie in fremde Länder fahren, wo Sie mit einer ungewohnten Ernährung sozusagen zu rechnen haben. Und ich muss sagen, ich selber mache das auch und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Man hat ja nie die Kontrolle, also wenn einem sozusagen die ich darf das mal platt sagen, die Scheißerei im Urlaub erspart bleibt, dann heißt das ja nicht, dass es an dem Probiotika liegt, aber sehr wahrscheinlich, muss man sagen. Und es macht auch sehr viel Sinn, denn sie bringen hier sozusagen Organismen in dieses System hinein, und zwar in das bestehende System. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir kommen gleich nochmal zu einer etwas anderen Strategie, in das bestehende System. Also sie konditionieren gewisserweise ihre Mikrobiota für neue Erfahrungen im Bereich der Magen-Darm-Problematik. Und wenn Sie das mal systematisch anschauen, was es da gibt, und das ist immer das, was ich Ihnen empfehle, was ich mit meinen Studenten, Studentinnen und Studenten gemacht haben, ja, Systematik in dieses, in diese Klassen hineinzugehen, ob das jetzt Phytopharmaka sind oder Antibiotika oder eben auch jetzt hier Probiotika, dann sehen Sie, dass die Auswahl riesig ist. Ich weiß nicht, ob die alle in Deutschland zur Verfügung stehen, aber im Grunde genommen sind das Produkte, die im Markt sind, die ich im Einzelnen gar nicht erwähnen möchte, aber wo ich Ihnen nochmal zeigen möchte, wie unterschiedlich auch der legale Status ist. Wir haben Arzneimittel, wir haben Lebensmittel, wir haben Nahrungsergänzungsmittel, wir haben ergänzende bilanzierte Diäten, wir haben Medizinprodukte und bei den Tieren wird das auch gemacht, also Futterzusatzstoffe für Tiere. Und ich denke mal, Sie als Apothekerinnen und Apotheker sollten ungefähr wissen, was Sie hier empfehlen und vor allen Dingen diese Empfehlung auch, ich sag mal, für sich zumindest begründen auf einer nachvollziehbaren Ratio.
Und da ist natürlich der Goldstandard, sind die klinischen Studien. Das ist ja ganz klar, wo nicht nur behauptet wird, sondern wo gezeigt wird, dass hier tatsächlich Effekte sind. Und wenn wir und dann bewegen wir uns im Bereich der Arzneimittel, selbstverständlich, die ich hier natürlich bevorzugen würde. Und dann sehen Sie hier eine ganze Menge von Präparaten, die hier einzusetzen sind, die man hier auswählen kann. Und wenn man darunter, unter diesen Präparaten sich jetzt anschaut, wo ist denn eigentlich die größte Evidenz, wobei Evidenz heißt die Mehrzahl der positiven Studien, was nicht bedeutet, ja, dass das unbedingt die besseren Präparate sind, muss man einfach so sagen, aber das ist das, was heute zählt, dann ist es das Parenterol, das hier, sehr, sehr gut beforscht ist aus diesem Bereich hier der Probiotika. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, die Sie Ihren Patienten und Patienten anbieten können, wenn Sie vermuten, ich habe hier ein Mikrobiota-Problem. Und ich bin ein absoluter Fan in diesem Bereich, das gilt für pflanzliche Arzneimittel auch, also für nicht lebensbedrohliche Erkrankungen, des sogenannten Heilversuchs. Ja? Wenn Sie mit Patientinnen reden, mit guten Kunden reden, die ein Problem haben und Sie können sagen, okay, vielleicht ist es die Mikrobiota, die Ihnen hier Ärger macht, warum machen wir nicht mal gemeinsam einen Heilversuch? Ja, probieren das mal über eine gewisse Zeit lang aus und gucken, ob sich das verbessert. Das ist in aller Regel bei nicht lebensgefährlichen Erkrankungen, das darf man natürlich nicht bei Krebs machen oder so, aber bei nicht lebensgefährlichen Erkrankungen ist das ein probates Mittel, wo Sie mit dem Patienten sozusagen versuchen, eine von vielen Optionen tatsächlich auszuprobieren. Eine weitere und zwar sehr extreme Möglichkeit ist die sogenannte Stuhltransplantation. Darüber wird ganz viel geschrieben auch und das wird gemacht. Das heißt, es wird hier Stuhl eines Spenders transplantiert in einen Empfänger hinein, der offensichtlich ein nicht optimale Mikrobiota hat und wo diese Mikrobiota dieses Empfängers zuvor komplett eliminiert wurde, zerstört wurde, zum Beispiel durch eine aggressive Antibiotikatherapie. Das ist, da kann man sehr viel drüber lesen, wenn Sie das im Internet suchen, das wird sensationell aufgemacht und es gibt natürlich auch hier tatsächlich Erfolge. Allerdings gibt es zwei Caveats, die ich hier erwähnen möchte. Das erste ist, man weiß heute noch nicht, wie stabil ein solches Transplantat ist, das in der Tat Effekte zeigt, beispielsweise bei massivem Übergewicht oder bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Wie stabil das ist, weil es ja abhängig ist auch von der Ernährung. Das heißt, wenn diese Patientinnen und Patienten die Ernährungsgewohnheiten beibehalten, die letztlich zu der Stationierung sozusagen der Mikrobiota geführt hat, ändert sich das dann alles wieder. Und das Zweite, was aus meiner Sicht ein wesentlich größeres Caveat ist, ist, dass eben diese Mikrobiota sehr individuell ist, wie ich das zu Anfang geschildert habe, ganz ähnlich wie das Genom. Und was bei dem einen passt, weil es in Kombination mit einem bestimmten genetischen Programm funktioniert, muss bei dem anderen nicht passen. Was heute klinische Studien sehr massiv ethisch unter Beobachtung genommen werden, ob nicht mit einer Stuhltransplantation ein zu hohes Risiko verknüpft ist, dass die zu erwartenden Effekte, die man aus dem Spender natürlich kennt oder zu kennen glaubt, nicht nur bei dem Empfänger nicht eintreten, sondern dass sich hier ein sehr ungünstiges Verhältnis aufbaut in der Kombination
Programm, also Genom auf der einen Seite und dem neuen, dem gespendeten, der neuen gespendeten Mikrobiota auf der anderen Seite. Im Moment kann ich Ihnen sagen, ist die Lösung, und das gilt natürlich für Sie sowieso als Apothekerinnen und Apotheker, der Einsatz, ich sag mal, von Probiotika. Das ist für mich das Beste im Moment. Das ist, wird nur in Spezialkliniken gemacht und hier mit einer großen Zurückhaltung. Das heißt, so toll die Überschriften klingen bezüglich der Mikrobiota, so wenig wissen wir letztlich und so wenig harte Fakten kann man hier mitnehmen. Aber es gibt viel Raum für Hoffnung, für positive Hoffnung, muss man sagen, dass tatsächlich schwere Krankheiten, die ich aufgeführt hatte, ein Stück weit zu korrigieren sind, wenn man es schafft, diesen Superorganismus ein klein bisschen besser auf die Schienen zu stellen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.